Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind auf dem Weg zur Medusa, diesmal wirklich. Also natürlich noch mit Bluttour vorher. Aber wir wollen grundsätzlich zur Medusa gehen und die Aufgaben machen. Im letzten Part haben wir Tapir gejagt, haben Commodore-Varane getötet. Hier gibt es keinen Looter, wir können kurz gucken, ob wir irgendwas mitnehmen wollen. Zum Beispiel, wie zum Beispiel so Sniper, weil jetzt könnte es sich vielleicht wieder lohnen, weil Schrotflinte sehe ich erstens nicht so und zweitens gehen wir es ja wieder ein Lager machen. Da wird ein Sniper, glaube ich, schon recht hilfreich sein. Ich glaube, wir hatten jetzt 32,16 dazu. Munition können wir auffüllen, klar. Und dann... Moment, ich wollte Waffen ausrüsten. Achso, ja klar, muss ich so mal. Ich war gerade verwirrt, weil ich Munition nur gesehen habe. Ich dachte, hier sind dann die anderen. Genau, ich habe ein Scharfschützengewehr. Ich habe beide Scharfschützengewehre. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Also ein Extendo weiß ich nicht. Natürlich cool, aber High Power Zielfernrohr, das sehe ich auf jeden Fall. Und dazu dann Schalldämpfer? Was macht der eigentlich? Macht der was schlechter? Nur. Also Schalldämpfer sehe ich immer. Dann können wir uns auch die Pistole sparen. Haben wir halt eine Schalldämpferwaffe. Dann würde ich sagen, nehmen wir dann. Das Universalwerkzeug ausrüsten auf die 1. Können wir es anpassen? Ne, können wir nicht. Schade. Ich hätte das gerne irgendwie angemalt oder sowas. Können wir den anpassen? Oh, den können wir anpassen. Ja, cool. Tribal. Rot. Nehmen wir mal Urwald. Das kostet 200. Vielleicht soll ich erstmal sparen und Karten und sowas kaufen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, als mein Geld jetzt für irgendwelche Farben aus dem Fenster zu werfen. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir das soweit dann gemacht. Können es Leuten helfen, kriegen dafür wahrscheinlich auch noch Geld. Weil, als wir den anderen Leuten dann geholfen haben im Kampf, hat das ja auch uns auch was gebracht. Und wir können halt das Fahrzeug reparieren. Ich glaube, damit können wir auch Leute töten. Ich habe die Sniper nie ausgerüstet, oder? Oh fuck, oh fuck. Nur auf der mittleren Maustaste das Ding drücken. Ja, wir haben die Schrufe. Ich sollte die Sniper vielleicht auch mitnehmen, wenn ich die hat schon mal besser, ziemlich viel Geld. Ja, nicht mein smartester Move. Was war falsch? Scharfschützengewehre. Die hier. Ausrüsten. Auf den Schrotflinten-Slot, weil. Die will ich nicht haben. Und los geht's. Wie viele Pfeile können wir jetzt eigentlich tragen? Weiß ich gar nicht. Werden wir gleich noch sehen, sicherlich. Also spontan kann ich es jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Wir haben mittlerweile den doppelt verbesserten Köcher. Ich würde schon gerne da hoch, ne? Ich glaube, eigentlich ist es geplant, dass man hier über die Brücke rüber geht. Aber man könnte hier einfach rüberfahren. Ah, hier ist es. Waren wir nicht schon mal und haben hier diesen. Die Leichen da gesucht. Also ein Schweinchen, die brauchen wir aktuell nicht, deshalb schieße ich sie nicht. Aktuell haben wir nur Dingofeld neu dazu bekommen. Wir haben auch nur zwei Sachen verbessert. Aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt vier Dingos. Noch extra zu den vier, die wir schon brauchen. Das sind insgesamt 8 Dingos. Gott, läuft das Spiel schlecht, ey. Hallo, Freunde. Oh, der ist neu, der hat einen Schutzhelm drauf. Okay, da kriegen wir aber keine neue Beschreibung für, leider. Ja, ist nicht gut, dass du blutest, ne? So, dann... Okay, ist hier vorne erst. Und was haben wir hier? Ich würde sagen, der Karte... Ja, gehen wir zu Fuß jetzt weiter. Weil jetzt ist, glaube ich, dann ins Feindgebiet eher gehen. So, Hyperscope. Ich hab das High Power Scope. Ist ja das upgraded, ne? Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Funker lautlos töten. Um an ihre Informationen zu kommen, okay. Hey Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen.
Also ich finde halt hier niemanden, ne? Komme ich irgendwo hoch als Ausweichpunkt oder was denkt sich Jason, wo wir hin sollen? Es ist irgendwie nicht so vielversprechend, muss ich gestehen. Ich hätte gesagt, wir gehen hier irgendwo hoch und gucken dann runter. Da muss ja ein Haus sein, oder? Dich habe ich gelootet gehabt, naja. Anscheinend. Okay, vielleicht ist das hier der Vantage Point, den ich angucken soll. Okay, ich könnte ihn halt in den Kopf schießen, ne? Das sind mehr Leute, als ich erwartet hatte. Und ich habe irgendwie gar nicht erwartet, dass die das sehen, dass ich ja Leute erschieße. So, 20 Pfeile, Junge, okay. Das ist ja schon ganz Menge. Wir haben jetzt halt keine schärfste, Stummgewehr oder Maschinenpistole oder sowas. Das heißt, ich kämpfe jetzt erstmal hier mit. Soweit es geht. Die müssen echt nicht da. Ich habe halt echt nicht so viel Munition, sage ich mal so, ne? Klar, das hätte ich jetzt irgendwie anders machen können. Heißt es das gar nicht? Stell dich so an, Freund. Hallo, nicht einfach umdrehen, wenn ich hinter dir lang meddle. Okay. Und der dritte, den haben wir auch schon ausgeschaltet, der hat dann halt auch noch ein ja, Missionsobjekt. Ist er am Schweißen oder ist einfach ein bisschen Grafikglitches hier? Sag also, es wird hier was funkeln, so am Schweißgerät. Also fühlen vielleicht der falsche Begriff, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hallo, Freund. Jetzt zum Funkgerät. Kontrollschlüsselraum, okay. Machen wir natürlich gleich, aber erstmal müssen wir looten. Ist halt die Frage, ob dieses ganze Bereich hier jetzt noch relevant ist und ob irgendwas ist. Das wirkt gerade nicht so, als wenn ich irgendwo. Also hier ist halt überall so Zeug zum Sprengen und sowas, aber wo sind die Gegner dazu? Also ich beschwöre nicht, wenn die keine Gegner sind. Ich frage mich gerade nur, was sich so das Ding gedacht hat. Oder wo das Ding gerade gedacht, dass ich hinklettern soll. Okay, hier würde ich hoch und runter gehen können. Hier gibt es eine Zipline. Eigentlich will ich nur das Loot haben. Okay, wahrscheinlich hier hochspringen können. Ergibt Sinn. Stimme ich zu? Okay, da kann ich aber nicht klettern. Und hier hätte ich auch noch klettern können. Hm, aber hier kann ich klettern, genau. Ja, gibt Dankeschön. So, nehmen wir erstmal den Bogen in die Hand. Mit dem kann ich, glaube ich, mindestens genauso schnell schießen. Mit dem ich habe mehr Munition. Okay, da kann ich oben ranhopsen. Okay, keine Ahnung, wo hier das Loot sein soll. Also ich habe hier echt viel Loot, ohne dass man es sieht. Das steht auf allen 1000 Ebenen, wo ich nicht bin. Bisschen schade. Kann es natürlich sein, dass hier weniger Gegner spawnen, weil ich halt auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spiele, wie nur normal. Dass sie auf schwer halt erstmal an wären. Das hat irgendwie so lassen.
Jetzt wird die Armada gleich noch kommen und mich richtig kaputt prügeln. Da ist einfach nochmal Loot. Sprint ist bestimmt so Funkgerät, sagt Hilfe, Hilfe, hallo, hallo, hallo und dann, ja. Alles doof, Jason. Okay, hier gibt es so HP und Munition, das klingt schon mal schlecht. Wir nehmen schon die Waffe in die Hand. Wir sollen hier rangehen, genau. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen. Von wem? Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt ja, kannst du. Oh, okay, ich hab doch schon mal ein Panzer gehabt oder so, ne? Wer hat denn bitte den Alarm ausgelöst? Körper, sehr, zeig mir. Dankeschön, Spiel. Ach stimmt, ich habe eben wieder eine neue Mission bekommen. Ah, okay, die sind mit dem Boot gekommen, ist ja cool. Oh, ich habe Sprengstoff, wusste ich natürlich. Sind natürlich nicht getötet. Gesundheit. Ja, ich weiß, also da frage ich mich, wieso sagt mir das Spiel, was gesund ist? Weiß ich doch. Gesundheitsregeneration, ja, super, das weiß ich auch. Hey, Dennis, ich bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass. Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Der Ruf der Medusa. Haben wir gemacht. Sprich mit Dennis. Haben wir irgendwas Neues? Also, okay. Hier ist das tatsächlich unten. Das hab ich einfach übersehen. Aber erstmal, weil ich wollte gerade sagen, ich hab's oben nicht gefunden. Ich find's unten nicht. Wo soll's denn sein? Das hier habe ich oben auch nicht gefunden. Neuer Fähigkeitspunkt. Aber wir können nichts Neues skillen, ne? Ach, nö. Was ich mag, ist, wenn die Skilltrees so lange, nicht erreichbar sind. Also, dass man sie halt hat, aber nicht skillen kann, weil, ja, irgendwelche Einschränkungen sind. Wohin für so Basic Skills, die man halt haben will. Halt Attentate, dass man die dann automatisch lootet und sowas. Ist ja nicht was irgendwie story-relevant oder sowas ist. Das ist einfach was, was ich haben möchte. Weil es halt entspannter macht. Aber naja. Wir spielen das Spiel sowieso durch und daher, irgendwann kriegen wir sowieso. Das haben wir auch schon, oder? Glaube ich ja. Also das sind wir schon mal gefahren, meine ich mit. Das haben wir schon. Moment mal. Also ich habe es bei der Gesundheitsregenerierung noch nicht aufgepasst. Habe ich so viel Schaden gerade genommen hier durch den Boden oder? Also ist hier einfach hingefallen oder was? Weil das wirkt so extrem. Hier was mir fehlt und ich habe mich gefragt, regeneriere ich so langsam, aber wenn ich da nebenbei zugucke, ist es halt nicht so langsam. Von daher weiß ich nicht. Dann nehme ich das hier noch mit. Da schon wieder 1000. Das muss ja auf diesem Deck oder hier drüber sein. Oder ist das hier oben? Ne, hier oben war ich auch schon. Hier ist ja Funkraum. Neue Munition ist ja nicht, oder? Ah, da hätte ja sein können. Bisschen komisch, dass die Leute durchgehend rot markiert sind, auch wenn ich schon gelootet habe. Na, ich habe dich gar nicht gelootet. Aber so ein Zwischendeck gibt es hier auch nicht. Also wenn, dann kannst du ja nur weiter oben sein. Moment. Vielleicht ist das hier wirklich hier noch. Hier oben war ich glaube ich noch nicht. Ah ja, hier ist es auch perfekt. Das gefällt mir schon mal. So, hier haben wir auch was. Was auch immer da jetzt gerade war. Hallo Freunde. Oh, ein Jetski. Wollen wir mit dem Jetski fahren? Lohnt sich das überhaupt? Ich glaube, noch einmal nackt können wir nicht mit dem Jetski.
Na, grob könnten wir schonen, aber ist halt nicht so hilfreich. Ja, dann klaue ich euren Wagen hier. Braucht ihr sicherlich nicht, ne? Das Geschütz kann ich sowieso besser in der C-Geschütz, genauso wie in Far Cry 2. Wo ich auch echt viel Feedback von der YouTube-Kommentaren bekommen, dass der Far Cry 2 Multiplayer wohl echt beliebt war und echt gut war. Ich habe ihn natürlich nie gespielt, aber habe ich echt viel Kommentar bekommen, dass alle das echt super fanden. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel Multiplayer ganz lustig ist. Wenn man halt PvP mag. Ja, also, kann ich mir einfach gut vorstellen. Okay. Da war es, glaube ich, dass wir irgendwie rein müssen, ne? Können wir mal hinfahren. So, Büffel, Dingo und Leoparden waren, glaube ich, noch offen. Hier gab es ja Hirsche. Da weiß nur, dass ich hier irgendein Gewehr gekauft habe. Und jetzt, ja, ich glaube, das Sniper. Weil das Sturmgewehr war nicht so hilfreich. Vielleicht kriegen wir, nachdem wir mit Dennis gesprochen haben, was Neues. Also hier neue Skills. Hat es mir bestimmt genommen, wie hier rumballert? Ich würde grundsätzlich sagen, nein, habt ihr nicht. Okay, ich kann mich auch nur genau da hochziehen, dann wäre ich doch hingeportet. Hier gibt es noch Geld. Ah, da schmeißen die rein, ist ja lustig. Bisschen nervig, dass die ganze Zeit rumballern. So, zeig mir her, Spinne. Ja. Ja, es ist ein bisschen wichtig auch, sage ich mal, die ganzen Sachen noch wirklich zu sammeln. Die Kiste habe ich natürlich gesehen, weil die bringen halt 250 EP und so kann man halt ein Level farmen. Also man kriegt halt auch so ganz gut EP, denke ich mal. Vor allem, wenn man halt im Außenposten komplett leise macht, was ich ja bei dem einen nicht geschafft habe. Hier gibt es ja gleich 1500. Dafür musst du halt 6. Nehmen wir mal. Ich glaube 4, doch 6 kommt das hin. Ich glaube doch 6 Stück kommt hin. Ja. 6 Relikte sammeln. Dann gehen wir kurz einkaufen. Beziehungsweise verkaufen hauptsächlich. Inventar füllen, immer Inventar füllen. Schnellverkauf. Okay, es fehlt ein ganz bisschen was, um. Warte, komm, das bringt auch nichts, sie zu verkaufen. Das lohnt sich halt fast gar nicht. Das Blau. Ne, Moment, das ist das Leopardenfeuer, ja. Ja, klar. Hallo, Denise. Was ist passiert? Was plant unser Dorf anzugreifen? Ja, während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Was geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Ich hab schon Sprengstoff. Okay. Viel Glück. Danke. Spielverderber. Hier ist ein Holzfäller-Camp. Okay, das ist ganz schön weit weg. Da unten, okay. Prüfen der Rakyat. Das heißt, wir machen zuerst den Funkturm, damit ich halt eine Karte habe. Können vielleicht auf dem Weg noch das andere, den anderen Außenposten machen. Wo ist schon wieder mein Auto? Da hinten, okay. Habe ich nichts gesagt. Ich muss noch kurz auf die Karte gucken, weil ich nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Wir müssen hier einfach runter, okay. Ich hoffe, wir finden bald mal Dingos.
Und Leoparden. Leoparden sind halt auch gut. Da links können wir noch looten gehen. Okay, aber nicht so akut, sage ich mal. Irgendwo hier rechts müsste noch das Lager sein. Ich glaube da vorne. Ja, genau, da raucht es ja auch. Da machen wir auch erst, wenn wir dann den Aussichtspunkt haben. Au. Ist aber das extrem laut, wenn ich irgendwo gegenfahre. Ich dachte, mit der Handbremse kann ich da besser rum. Hat nicht so ganz geklappt. Ich lauf lieber die letzten paar Meter. Vielleicht gibt es noch interessante Tierchen, die ich hier jagen muss. Wie Leoparden oder sowas. Oh ne, jetzt komme ich hier nicht hoch. Hätte vielleicht doch einfach der Straße folgen sollen, ne? Wäre smart gewesen. Dann würde ich aber sagen, dass man beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.